die dort bereitstehen. Ich nehme einen Wirbel zum Tor hin. Genau so ist es. Brinkies aufmerksam, stark, wie er den runterzieht. Johannes Brinkies schon umsorgen in der dritten Liga. Und sich jetzt in eine gute Position bringt. Die Schusschance! Und dann ist es wieder Brinkies. Und den müssen sie in der Halbzeit. Biancardi. Gamlot wäre links und der Ball kommt durch. Gamlot. Was für eine Parade. Brinkies. Der Doppeltunnel. Und dann ist Carsten Gamlot da. Seiten. Wieder Freiberger. Wieder Freiberger. Nachschuss. Und Bernd Rosinger war mit den Gedanken überall. Beteiligung einer der beiden Mannschaften gepfiffen hat. Freistoß, Hansa, guter Kopfball. Erste gute Gelegenheit für die Gäste. Und das sind doch Aufreger, wie wir sie gerne haben. Wie wir kann passieren, macht keiner mit Absicht. Ist dennoch natürlich ein schlechtes Gefühl. Und beinahe hätten sie sofort geantwortet. Durch Anton Fink. Aber er ist wertvoll für seine Mannschaft. Fink läuft ein Mast, ist da. Mast! Und wieder Brinkies. Johannes Brinkies. Aus Grevesmühl. Weg vom Tor. So ist es auch. Türpitz. Brinkies. Gefällt mir auch in der Strafraumbeherrschung gut. Gamlot, da ist er vielleicht. Die große Gelegenheit für Carsten Gamlot vor Brinkies. Brinkies Sieger. 36. Minute. Erste richtig. Gamlot und Tyrella.
Der war verdammt gefährlich von Alexander Bieler. Bieler erst ein Tor in dieser Saison. Für Brinkies, der neue Nummer 1 beim FSV Zwickau. Und fast das Eigentor. Und das ist die erste Parade von Brinkies im Zwickauer Tor nach dem Schuss von Gregoritsch. Schiebt den Ball und Sakai aus dem Hinter.